Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von der niegelnagelneuen Norwegian Prima von Norwegian Cruise Line. Ganz besonderes Schiff, denn dieses Schiff ist das erste Schiff einer neuen Schiffsklasse seit 10 Jahren. Die Meyer Werft hat ja jahrelang die Schiffe gebaut für Norwegian Cruise Line. Aber jetzt haben wir hier das erste von insgesamt 6 Neubauten, die geplant sind, von der Fincantieri Werft. So. Und ja, wenn wir dann gleich schon mal uns so ein bisschen hier umschauen. Das Schiff hat eine Länge von knapp 300 Metern. Bruttoraumzahl liegt bei 140.000 bei ungefähr 3.100 Passagieren bei Doppelbelegung. Bruttoraumzahl 140.000, das ist verglichen jetzt mit so einer Mein Schiff 1 beispielsweise, die hat 110.000 beispielsweise, oder AIDA Nova hat ungefähr 180.000. Also da sehen wir mal, bei welcher Größenordnung wir hier sind. Ja, Bordsprache Englisch, amerikanische Reederei, ganz wichtig natürlich, aber man bekommt jetzt Tagesprogramm oder so auch auf Deutsch. Ja. So, und wir sind jetzt hier schon auf dem Außenbereich. Das ist gerade ein bisschen eingeschränkt nur möglich hier zu filmen, weil es teilweise ein bisschen gesperrt ist, wenn ich das richtig gesehen habe, weil wir gerade Treibstoff bekommen. Apropos Treibstoff, das ist jetzt kein verflüssigtes Erdgas, sondern es wird ganz normal mit Öl gefahren. Ja. Und wir haben hier schon einen ganz schönen Eindruck hier von der Gestaltung. Es erinnert so ein bisschen so an so ein Resort, würde ich sagen. Also alles so ein bisschen hochwertiger durchaus, denn das ist ja so der Weg, den Norwegian Cruise Line vor einigen Jahren eingeschlagen hat, dass man gesagt hat, ah, wir wollen ein bisschen mehr Premium werden. Also dass hier überall schon so ein Handtuch liegt zum Beispiel, ja, das ist eigentlich etwas, das hat man nur im etwas besseren Segment sozusagen. So, und ich will hier dieses Monstrum gar nicht unerwähnt lassen. Diese Rutsche, die mal eben runtergeht hier, über 10 Decks, also Wahnsinn, guck mal, da oben geht es irgendwo los, da werden wir nachher auch irgendwann ankommen, hoffentlich, wenn alles glatt geht. Na, wo sind wir denn da? Ich kann es gar nicht sehen gerade. Egal, so springen wir wieder runter, wir gucken es uns nachher an. Es bedeutet aber natürlich auch, es gibt jetzt hier irgendwie spezielle Kabinen hier mit Slide View, ne? Also mit Rutschenblick. Das ist natürlich so ein bisschen, muss man natürlich so in der Praxis da mal gucken, ob sich das Ganze bewährt. Wir sind jetzt hier auf der Backbordseite, also links. Hier ist eine Rutsche, auf der Steuerbordseite, also rechts, sind 2 weitere Rutschen. So, bevor wir hier nachher nicht mehr weiterkommen, weil komischerweise an einer Stelle ist da vorne gesperrt, wegen des Bunkerns, hier aber nicht. Außenbereiche vom Restaurant Los Lobos. Das hat man damals ja bei den Breakaway-Schiffen überhaupt eingeführt, dass man auch wieder Außenbereiche hier auf den unteren Decks auch mal hatte. Ja, das ist ja irgendwie so ein Trend in den vergangenen Jahren, dass man eben ja das hier unten irgendwie auch alles besser nutzt. Und ja, so, wir wollen mal schauen, wo wir jetzt lang gehen, weil da vorne ist jetzt doch abgesperrt, aber hier war nicht abgesperrt. Also ist alles jetzt habe ich das alles hier so gut geprobt. Verdammt, jetzt komme ich hier gar nicht lang. Was mache ich denn? Ah! Weil da ist jetzt da so eine Schnur, aber eigentlich müsste das ja auch abgesperrt sein. Na komm, wir machen das mal anders. Das hat jetzt keiner gesehen hier. Also ich bin hier eigentlich im Abgesperrten, auch wenn das da eben gerade nicht stand. Aber gut. So, jetzt sind wir hier im nicht abgesperrten Bereich. Hier bin ich safe. Ja, also auch die Tatsache hier, dass wir hier so Daybeds haben, ne? Das sieht natürlich richtig gut aus. Das muss jetzt irgendwie auch nicht irgendwie reserviert werden oder auch bezahlt werden. Aber ja, es ist natürlich so, dass natürlich nicht für jeden dann da was zur Verfügung steht. Das ist auch klar. Diese Reise ist jetzt mit ungefähr 2000 Menschen gebucht. Wobei heute sind diverse Reisebürokollegen runtergegangen. Ich werde nachher auch noch runtergehen. Und ganz viele sind, hatte ich das schon erwähnt, wo wir sind. Wir sind hier in Warnemünde. Ganz viele sind heute unterwegs nach Berlin. Ja, denn Warnemünde wird ja bei den amerikanischen Reedereien gerade gerne mal vermarktet als der Hafen von Berlin. So, ja, man muss den Amerikanern ja immer so ein bisschen was an die Hand geben, womit sie was anfangen können. Jetzt musste dieses Jahr auf diesen Reisen hier schon St. Petersburg gestrichen werden, aber so haben sie wenigstens noch Berlin. So, also da sind sehr viele unterwegs, die sind vorhin mit einem Sonderzug losgefahren, ja. Ja, deswegen gibt es jetzt keinen realistischen Einblick, was hier die Auslastung hier von Liegen oder so angeht. Ihr solltet euch das hier unten gut merken. Achso, hier ist noch ein Infinity-Boot, da schwimmt jemand drin, deswegen wollen wir das gerade gar nicht so deutlich zeigen, aber auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ihr solltet euch das hier unten merken, weil
Naja, man kann eigentlich fast sagen, dieses ganze untere Deck ist fast ja, das größte Außendeck, wenn man so will, auf dem ganzen Schiff, was öffentlich ist, was für alle ist. Und das ist natürlich auch was eigentlich ungewöhnlich ist, denn traditionell war man ja immer gewohnt, ja, dass das Ganze dann da irgendwie so oben sein ist, wo der meiste Platz ist für die meisten Menschen. Aber das ist hier tatsächlich anders. Also da muss man so ein bisschen umdenken, weil wenn wir nachher oben sind, da werdet man Schreck bekommen, weil man denkt so, wie, das soll das Pooldeck sein? Naja, gut, aber wir haben hier unten auch relativ viel Fläche. So, das Ganze ist anders jetzt als dieses Außendeck hier auf Deck 8. Das ist jetzt anders als zum Beispiel diese sogenannten Lanai-Decks bei AIDA oder Costa zum Beispiel auf den Neubauten. Das ist jetzt alles auf einem Deck. Also man hat hier nicht noch eine zweite Ebene oder so, sondern das ist alles hier dann Deck 8. Ja, hier kriegen wir schon mal einen kleinen Einblick hier in den Außenbereich der sogenannten Indulge Food Hall. Was das ist, da gedulden wir uns noch einen Moment, denn wir gehen einmal hier komplett außen lang. Ja, hier ist eine Getränkestation, die war gestern hier auch schon geschlossen, aber deswegen gucken wir uns die mal, ist mir eigentlich ganz interessant, uns eigentlich auf der anderen Seite mal an. Ja, also wir sehen schon, man hat hier doch ein bisschen was investiert, das doch ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ne? Das ist irgendwie gar kein Vergleich so, ja, mit so einem Außenbereich. Indulge Food Hall, schon mal zur Erklärung. Ist ja eine Ansammlung, wenn man so will, von Streetfood-Ständen. Und da kann ich dann das Essen bestellen an zahlreichen Tablets. Und ich kann dann eben auch hier draußen sitzen. Also haben sie wirklich hier eine tolle Vielfalt gefunden. Also an Sitzmöbeln, muss ich sagen. Und ja, es hat halt wirklich nichts mehr zu tun so mit der Gestaltung, so mit einfachen Liegen und so, wie man es früher mal hatte, sondern da hat man mittlerweile einen ganz schönen Sprung nach oben gemacht. Und das Ganze muss man aber natürlich auch sagen, nicht ganz uneigennützig, denn das Ziel ist natürlich, das Ganze gibt es natürlich nicht für lau, sondern es ist natürlich so, dass mit diesen ganzen Aufwertungen, die Norwegian Cruise Line vorgenommen hat in den letzten Jahren, ist natürlich immer das Ziel damit verbunden, dass man höhere Raten, also höhere Preise am Ende erzielt. Ne? Also dieser Schritt ist jetzt nicht uneigennützig, man setzt sich da so ein bisschen ab, da sind dann so Reedereien wie Celebrity Cruises, wie Princess Cruises, wie Holland America Line. Das sind dann eher so die künftig gewünschten Wettbewerber und es ist dann nicht so sehr am amerikanischen Markt zum Beispiel eher so Carnival Cruise Line so, ne? Also das ist ja dann so ein bisschen so der, ja, ich meine Massen im Grunde sind auch 3000 drauf, das sind auch Massen, aber die sehr günstigen Reisen oder so, die Carnival oder so anbietet, zuweilen, da möchte man halt dann nicht mehr mit konkurrieren offenbar, ne? Ja. Hier ist dann die Soleil-Bar, die Sonnenbar. Ja, das erinnert so ein bisschen, wie gesagt, bei den anderen Schiffen, die wir nicht nennen, hier an die Lanai-Bar oder so. Aber was interessant ist, meine Güte, guck mal, wie viele Zapfhähne die hier haben. Also hier teilweise auch Cocktails on tap oder Chardonnay on tap. Ja, das ist so ein bisschen, also ist natürlich dann sehr praktisch gedacht, ne? Meine guten Deutschen kann man jetzt ja mit Wein aus dem Hahn dann nicht hervorlocken, vom hinterm Ofen hervorlocken, wie sagt man. Aber das ist ja wirklich, können Sie hier fast eine Messe hier veranstalten für Gartenmöbel. So viel verschiedene, so viel verschiedene Varianten hier. Ja, aber sieht schön aus, muss ich echt sagen. Da will man nichts sagen. So, hier draußen könnte man, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt hier gedacht ist, bei traumhaftem Wetter. Wahrscheinlich kann man dann hier auch sich dann das Essen von da drin liefern lassen. Hier geht es auf jeden Fall. Hier habe ich ja Tischnummern und Besteck. Ja, also diese Indulge Food Hall, das gucken wir uns dann aber gleich an. Vorher gehen wir hier ein bisschen weiter. So, ja, hier das zweite Terminal hier in Warnemünde. Ich weiß gar nicht, ob ich im Hafen von Warnemünde schon mal einen Rundgang gedreht habe. Aber das war jetzt so, ich war jetzt halt insgesamt 3 Nächte an Bord. Ich habe halt so gedacht, naja, gut, das Ganze muss man machen, den Rundgang irgendwie an einem Tag, wo wenig Leute an Bord sind. Und wir hatten halt bislang noch nicht so wirklich Hafentage. Ne? Deswegen ist es heute prädestiniert. Ach so, ja Mensch, Getränkestation doch wieder geschlossen. Aber hier kann man selber zapfen Bier und Wein und zahlt dann sozusagen pro Milliliter über die Bordkarte. Ja, das wollte ich noch zeigen. So, wir sind angekommen auf der Steuerbordseite. Ja, und das Ganze heißt Ocean Walk, La Terrazza und der Infinity Beach Pool.
Ja, hier sehen wir jetzt schon mal aus der Ferne hier die beiden Rutschen. Und das ist dann so gedacht, wie so oft, wenn man so zwei Rutschen nebeneinander hat. Man kann dann da um die Wette rutschen und kann dann da die Zeit vergleichen, so wer am schnellsten ist. Ja, so hier das gleiche nochmal analog wie drüben, also hier die Daybeds. Ja, also, ich meine, gut, normalerweise habe ich dann nur natürlich auf einer Seite Sonne und dann auf der anderen Seite nicht, aber gut, gibt Schlimmeres. Ja, und der Pool, das ist einer, also der hat ja jetzt so eine, also ja, mittelgroß würde ich sagen, beziehungsweise bei AIDA wäre das schon der größte Pool auf dem ganzen Schiff. Der Gag ist immer wieder gut, aber nein, also hiervon gibt es also zwei in der Größenordnung. Wobei, ich bin gerade so ein bisschen irritiert, was hier die Wasserkante angeht. Wo geht das denn jetzt hin? Das schwappt doch da sofort über. Fragt mich nicht. Ja, lässt sich jetzt auch nicht klären, ohne dass ich da reinspringe. Auf den Moment wartet ihr noch, ne, dass ich mit Klamotten hier in den Pool springe, aber okay, na, das scheint da irgendwie überzulaufen oder was. Ja, aber es sieht interessant aus auf jeden Fall. Also das ist einer von zweien, dann haben wir oben noch auch noch einen Pool, der ist jetzt auch nicht so schrecklich riesig. Und dann gibt es aber noch in dem Bereich, den wir nicht angucken werden, The Haven für Suitengäste. Dort gibt es auch noch einen Pool. Ja, dann Whirlpools haben wir auch noch. Ja, diese Rutsche habe ich tatsächlich ausprobiert hier. Ansonsten diese andere habe ich mich jetzt irgendwie, weiß gar nicht, habe ich mich irgendwie nicht so drum gerissen, aber dann war es so windig und ich hatte einen derartigen Schwung drauf, dass ich, man sitzt da auf so einer Art Teppich, dass ich da also über das Ding hinaus da fast rutschte damit. Das war echt lustig. Während mir aber jemand anders sagte, er wäre da irgendwie oder sie wäre da drin irgendwie stecken geblieben, mehr oder weniger. Oh Gott, das Hemd hat einen Fleck hier. Das ist, glaube ich, aber nur Waschpulver. So, ja, also das ist immer unterschiedlich. Also und hier auch wieder, ne, Kabinen mit Slide View. Ja, ich glaube, das wird nicht extra ausgewiesen, aber sollte man natürlich bei der Buchung drauf achten. Ach so, Warnemünde, kurz nochmal die Vorzüge hier dieses Ortes zu erklären zur Einschiffung. Dort befindet sich nämlich direkt der Bahnhof. Ja, also man kann dort rüberlaufen, das ist also wahnsinnig bequem. So, ja, schauen wir mal. So, AIDA ist natürlich hier eigentlich der Platzhirsch in Warnemünde. In Rostock ist ja die Zentrale und ja, und Norwegian Cruise Line ist tatsächlich wirklich auch mal Konkurrenz, weil Norwegian Cruise Line eben nicht zum Karnevalkonzern gehört, sondern zu Norwegian Cruise Line Holding. Und da gehören Oceania noch dazu und Regent Seven Seas. Und ja, die haben dann unter anderem hier auch diese Kunstwerke gekauft von, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird hier, Alexander Krivoschev, weiß nicht. So, ja, da hat man hier so alle möglichen Skulpturen. Also diese Bänke, das sah mir so hochwertig aus, dass ich mich kaum getraut habe, darauf zu setzen. Das sieht ja, also, ist schon sehr schick, ne? Muss man wirklich sagen. Also irgendwelche Designer-Möbelstücke. Ja, hier auch interessant. Das sieht, ich habe so ein bisschen gedacht, na, das sieht aus, als ob hier so, das kann man hier den Wein steckt hier drin normalerweise. Oder hier so eine Flasche Cola, passt hier nur noch rein. Oder hier dann, weiß ich auch nicht, ja. Also, man lässt sich da immer wieder Dinge einfallen. Was übrigens auch ganz witzig ist, ja, oder naja, die Holzoptik ist natürlich alles kein Holz, ne? Das ist klar. Allein aus feuertechnischen Gründen. Ja, diese Skulpturen. Ich weiß gar nicht, ob man dann hier, wenn man da, guck mal, hier haben wir hier dann so einen QR-Code, wahrscheinlich bekäme man dann Erläuterungen dazu. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Dunkle Erinnerungen an den Kunstunterricht tauchen dann wieder auf. Was hat sich der Künstler dabei gebracht? Aber muss man auch immer sauber machen hier, ne? Ja, gut. Also, was man aber hier unten, hier außen schon sieht, das ist jetzt hier alles sehr viel großzügiger Platz, ohne dass einem jetzt hier irgendwie was in irgendeiner Form jetzt hier draußen angeboten wird, ne? Also das ist schon sehr, sehr entspannt. Hier wird jetzt nichts verkauft, gar nichts. So, hier kann ich nichts gebührenpflichtig machen oder so. Ja, also da hat man schon ziemlich viel Platz hierfür investiert. Ja, guck mal, das sieht ja auch interessant aus, wie so eine Art Schiffsschraube oder so, eine stilisierte Schiffsschraube. Sacred Trinity. Was heißt Sacred? Sacred Trinity, na gut. Es wird hier noch ein Kunstrundgang hier heute, kein Schiffsrundgang. Aber da kann man natürlich heute Bilder machen, dann für Instagram und so weiter. Ja, La Terrazza, jetzt kommen wir gleich, der Ocean Walk. Ja, das ist ja seit einigen Jahren
gefühlt so ein Muss, dass man irgendwie auf so einem Schiff sowas mal integrieren muss. Haha, wir brauchen etwas, wo wir irgendwie ein, wie ist denn nochmal der Fachbegriff für sowas? ein, wo man jedenfalls hier über so eine Glasfläche läuft und dann eigentlich aufs Wasser gucken kann, wenn man denn nicht gerade im Hafen liegt. Aber jetzt liegen wir ja gerade im Hafen. So, ach guck mal hier, wichtiger Punkt hier, Shore Connect, das ist ja der Landstromanschluss. Aber wie wir sehen hier, hoch, kann man was sehen? Na, ist doch besser, dass man es nicht sehen kann, weil es ist offenbar nicht in Betrieb hier, der Landstromanschluss. Ja, das ist ja heute ein sensibles Thema mit dem Landstrom, weil das natürlich für die Städte eine super Geschichte ist, wenn die Schiffe am Landstrom hängen, weil es dann sauber ist. Es ist allerdings so, dass es weltweit, glaube ich, 20 Anlagen oder so gibt, aber siehste, sehen wir hier eine davon, Shore Connect. Ja, aber nicht in Betrieb hier, Mensch. Ja, aber gut. So, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ja, jetzt kommen wir hier, La Terrazza. Auch hier wieder, ne? Wenn wir jetzt hier mal gucken, es ist auch hier, dass man großzügige Bereiche hier hat, ohne dass jetzt hier irgendwie Verkauf oder so stattfindet. Also man hat hier wirklich Ruhe, ne? Denn das ist ja was, wo man auch sagen muss, was man auch gerade auf größeren Kreuzfahrtschiffen manchmal auch so ein bisschen suchen muss, so diese ruhigeren Orte. Und es gibt hier, könnt ihr sicher sein, auch hier genug an Bord, wo es eben nicht so ruhig ist, wo so auch viel los ist. Aber man sieht eben auch hier wirklich großzügige Bereiche, ja, wo man entspannt sitzen kann, ein Buch lesen kann, hier auf den Hafen gucken kann. Ja, so, ich weiß gar nicht, was da ist. Kommen wir da jetzt heute mal vor. Das war nämlich neulich nicht, hat nämlich neulich nicht geklappt, aber ich lasse mich ja gerne auch immer mal überraschen. Also schauen wir mal. Ach so, guck mal, Fernrohre sind hier auch. Also wer gucken will hier? Gott, Grundschule Warnemünde, keine Ahnung. Oh nee, es scheint da heute weiterzugehen. Also es ist heute da nicht gesperrt. Also insofern, hallo. Es ist heute nicht gesperrt. Also von daher, das ist ja mal was. Also ja, das ist offenbar dann ein Deck. Das war aus Wettergründen, war es noch nicht gesperrt. Offenbar dann ein Deck, wo man wirklich komplett rumgehen kann. Es sei denn, da ist gerade noch was gesperrt wegen dem Crew Drill. Der fand nämlich auch noch statt. Also die Sicherheitsübung für die Crew. Ach so, ja. Hat jetzt allerdings hier, muss man sagen, natürlich den minimalen Schönheitsfehler, dass man hier nur gegen die Wand guckt. Das ist tatsächlich ein Haken, ja. Da würde man sich dann wünschen, dass man irgendwie ein bisschen höher wäre, weil du kannst halt hier dann überhaupt nicht rausgucken. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen verschenkt, muss ich wirklich so sagen. Ja. Hier bin ich jetzt auch gerade das erste Mal, weil wie gesagt, als wir da gefahren sind, da war das hier alles abgesperrt. Denn es ist natürlich immer so, dass das möglicherweise ja hier vorne, wenn man fährt, eine windige Geschichte ist. Ne? Das ist ja immer so eine Sache mit diesen Bereichen vorne am Bug. Ja? Also wenn man fährt, ist es dort zuweilen arg windig. Oh! Wie auch jetzt. So, hier finden irgendwelche Übungen gerade statt, hier mit den Rettungsbooten. Ist auch wichtig. Wo ist denn da eigentlich die Einbootung? Sagt man Einbootung? Wie kommt man da in die Rettungsboote? Das ist dann ein Deck tiefer. Das ist eben dann nicht hier oben. So, ach, na, hat doch gut geklappt. Hier bin ich ja doch einigermaßen so rumgekommen, wie ich das erhofft hatte. Also hier sind dann auch nochmal, hier ist jetzt auch wieder gesperrt wegen der Rettungsboote, aber hier sind dann auch nochmal diese Sitzmöglichkeiten. Ja, Mensch, guck mal, 20 Minuten schon vergangen, ohne dass wir hier groß... Bin ich jetzt einmal hier rumgegangen, da bin ich ja noch nicht weit gekommen, Mensch, auf ein halbes Deck erst, das geht ja gut los. So, jetzt aber mal ein bisschen Tempo hier, Herr Mohr, das geht ja gar nicht. Also, ja, hier haben wir gleich wieder begonnen, da sind wir dann bei der Rutsche, bei der einzelnen, die sehr steil startet und ja. Und hier ist dann auch nochmal hier so ein, ich habe echt Wortfindungsstörung heute. Nicht nur heute sagen manche, aber oh Gott, hier regnet es. Ach so, das ist hier alles pitch-patsch. Wo kommt denn das Wasser jetzt her? Ob das so sein soll? Nicht, dass ich hier ausrutsche, wobei da sind extra so kleine Punkte drauf, kann man sehen hier. Die sollen wahrscheinlich dafür sorgen, dass man eben nicht ausrutscht. Gott, nicht, dass da irgendwie... Also sehr komisch, wie nass das hier ist. Nicht, dass es hier irgendwie... Ach so, das könnte...
eventuell ein Pool oder so sein, der übergelaufen ist. Ich weiß es nicht, ob da jetzt einer ist. So, jetzt ist hier wieder, ist wieder closed oder was? Ah. Naja, gut. Gehen wir hier mal raus. Hier ist der Außenbereich. Ne, hier gehen wir rein. Das war der Plan. So, draußen beenden wir mal. Hier ist nämlich der Außenbereich von dem Restaurant, was wir uns gleich angucken. Aber wir schauen jetzt erstmal ganz entspannt nach drinnen. So, wer da also noch von früher in Erinnerung hat, die Schiffe Norwegian Epic oder eben besagte Schiffe der Breakaway und Breakaway Plus Klasse, das war zuweilen doch arg dunkel. Man hatte da gerne mal so, ja, insgesamt eher einen dunklen Look. So, und wenn man sich jetzt hier umschaut, dann sieht man, es ist gewichen. Ja, es ist gewichen einem hellen, freundlichen Look. Ja, also erinnert mich so ein bisschen grundsätzlich auch vom Stil vieles hier. Vielleicht geht es so ein bisschen in Richtung Norwegian Edge Klasse. Also Norwegian Edge Klasse. Celebrity Edge Klasse. Die Edge, die Apex, die Beyond. Ja. Also das ist schon so ein Contemporary Design, wie man das so schön sagt, wenn ich das deutsche Wort nicht kenne. Aber ja. Also sehr, sehr, sehr schön. So, hier vorne wäre jetzt eine Whisky-Bar. Getränke im Prinzip zu bezahlen, aber häufig ist, oder vom deutschen Markt ist eigentlich immer in irgendeiner Form Getränkepaket im Rahmen der Free at Sea Promotion enthalten, wobei dieses Video ist jetzt 2022 gedreht. Keine Ahnung, ob das immer so bleibt, aber da muss man ein bisschen gucken und da muss man gucken, was ist bei Getränkepaketen enthalten und was nicht. Onda bei Scarpetta. Da war ich mal, das ist ein italienisches Aufpreisrestaurant. 8 Aufpreisrestaurants, 5 Inklusivrestaurants. Sehr ungewöhnlich auch, dass man so viele hat. Aber es ist eben auch so, bei 2000 Gästen, neulich wurde mir dann in einem Abend erzählt, 2000 Gäste, 1000 waren in einem Aufpreisrestaurant. Aber auch hier hat man im Rahmen von Promotions häufig einzelne Besuche in diesen Restaurants inklusive. Teilweise einen Besuch, teilweise 3 Besuche, hängt ein bisschen davon ab. Onda bei Scarpetta. So, das ist irgendwie eine Kette, die gibt es auch an Land. Ich meine, kommt aus New York. Ich hatte mal auf einer Schiffsklasse, mein Lieblingsthema, was ich immer gerne mal erwähne. Das große Problem bei Nudeln ist häufig, dass sie mit zu wenig Salz gekocht sind. Jetzt sagt man, wenig Salz ist doch gut. Nee, wenn es so wenig Salz ist, dass sie den ganzen Geschmack dann aus der Soße ziehen. Und irgendwie wollte ich das dann mit dem Chef dann da dieser Kette diskutieren auf einem NCL-Schiff. Auf dem letzten war das, glaube ich, auf der Norwegian Encore. Und er war nicht so sehr erfreut, als ich ihm dann mitteilte, dass da seine Nudeln total fad schmecken und er einfach nur mal mehr Salz ins Wasser kippen soll. Aber gut, hier habe ich es jetzt nicht probiert. Die Preise dieser Aufpreisrestaurants, das darf man nicht verhehlen. Das ist schon knackig. Also für einzelne Gänge ist man da bei $35 oder irgendwie so in der Größenordnung. Hier haben wir jetzt keine Karte. Also das ist schon eher so, dass man sagt, naja, wenn man einen Besuch inklusive hat oder 3 Besuche, dann geht man da mal hin. Ansonsten muss einem das bewusst sein. Ich war jetzt in einem Fischrestaurant, da hatte ich dann ja gar nicht jetzt unbedingt besonders viel oder auch nicht besonders Steinbeißer hatte ich zum Hauptgang. So, das wäre eine Rechnung über $90 gewesen. Da wären dann 20% Service Charge nochmal aufgekommen, wäre man bei $108 für eine Person. Das ist dann schon so die Größenordnung. Das muss man auch wissen. Aber wie gesagt, wenn ich es im Rahmen dieser Promotions dann in irgendeiner Form da frei habe, so, dann ist es natürlich was anderes. Also ich gehe nicht davon aus, dass so schrecklich viele, gerade die Deutschen, dann da so viel Geld investieren für die Besuche. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Vielfalt an Restaurants, von daher lohnt es sich dann eigentlich schon wieder. Aber ja, und wenn man 3 Besuche in so einem Restaurant hat, teilweise wird einem, wenn man eins nur im Reisepreis enthalten hat, kriegt man nochmal vor der Reise nochmal ein Upgrade teilweise angeboten, wo man dann irgendwie nochmal für $65 oder irgendwie sowas in der Art kriegt man dann 2 weitere Besuche. Also ja, diese Preise, die da im Grunde genannt werden, das hat vielleicht wirklich eher symbolischen Charakter, weil die meisten im Rahmen eben dieser Inkludierung da essen gehen. So, ja, natürlich hier Laden ist natürlich geschlossen. Achso, guck mal, jetzt gehen wir mal kurz. Theater ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, ob wir da später nochmal reinkommen. Ich wollte da erst auf 7 reingehen. Dieses Theater ist auf eine gewisse Art und Weise, ach naja, spektakulär will ich gar nicht sagen. Es ist über 3 Decks. Das ist durchaus besonders. Also es ist relativ hoch.
Von daher wollen wir mal gucken. Oh, hier gerade Geschäftsführungssitzung. Nein, ach, das ist ja krass, okay. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, we are live on YouTube. You are live on YouTube now. So, das ist halt natürlich sehr unschön, dass man da dann, ja, also das ist wirklich nervig. Da ist das dann irgendwie angemeldet, dass man da einen Rundgang macht und so weiter. Und da heißt es dann, oh, das darf alles nicht gezeigt werden, weil es eine Copyright-Show von Broadway ist. Und es geht ja gar nicht darum, da die Show da zu zeigen, da war ja gerade, wurde ja gerade nur umgebaut. Also das Theater nochmal zusammengefasst geht über drei Decks, wobei man das untere Deck, da kann man die Sitzreihen, die wir jetzt nicht zeigen können, kann man da wegnehmen. Wobei, vielleicht kommen wir doch nochmal unauffällig rein, aber ich glaube nicht. Die Sitzreihen kann man wegnehmen, also das wird dann versenkt, wenn man so will, in irgendeiner Form. Wie so Schubladen geht das dann zu und dann kann man das Ganze als Party-Location nutzen. Also das ist schon richtig gut, ehrlich gesagt. Das ist ja heute so ein bisschen so das Bestreben, dass man versucht, ja, diese Party, dass man versucht, diese Theater mehr multifunktional zu nutzen, ne, als man das sonst gemacht hätte. Ja, also das ist ja natürlich ein verständliches Ziel, denn diese Plätze nehmen natürlich diese Theater nehmen natürlich viel Platz in Anspruch. Und da ist es natürlich klar, dass man diesen Platz auch anders nutzen will. Dort wird gespielt ein Musical, das Donna Summer Musical. Ja, das ist schon eine komplette Broadway-Show, richtig. Und ja, dann gibt es dort auch eine Game-Show. Der Preis ist heiß, allerdings auf Englisch. The Price is Right. Ja, also das Legendäre, wer das Ganze kennt. Das habe ich allerdings nicht sehen können, aber es soll sehr amerikanisch zugehen. Ja. So, hier hat man die ganzen Shops integriert. Also hier geht man dann so durch. Ja, also das ist ja immer so ein bisschen so das Ziel, ne, dass man versucht, die Leute irgendwie dahin zu bringen, wo die Dinge verkauft werden. So, dass man hat man dann häufig gar nicht mehr so Läden, die geschlossen sind, sondern es ist dann einfach so, man führt die Leute so an den Gängen hier vorbei und man kauft dann hier am Gang ein. Vielleicht eine neue Uhr zum Beispiel hier. Gucken wir mal. Neue Uhr, ja. Gut. Tech at Sea, aber auch so Ladegeräte oder irgendwie sowas kann ich hier auch kaufen. Oder Kopfhörer, sowas in der Art. Ja, so, das gibt es hier alles. Also, da kann ich hier gucken. So, hier ist einmal der Photoshop, denn es gibt natürlich auch hier Bordfotografen, die einen dann knipsen. Und hier kann ich mir dann die Fotos angucken. Die sind dann hier erfreulicherweise auch nicht mehr ausgedruckt, sondern die werden dann ausgedruckt, wenn ich sie gekauft habe. Ja, wobei ich glaube, man kann sie auch rein digital auch mittlerweile bekommen. Denn viele sagen sie auch, ja, so pff, muss ich das ausgedruckt unbedingt noch haben. So, nö, das geht doch auch so. Ne? So, gut. Photo Gallery, genau, hier sind wir immer noch. Ja, hier sind wir wieder, ist immer noch auf einem Deck hier. Meine Güte. So, hier kommt The Local Bar and Grill. Das ist die, ja, ich will mal so sagen, 24-Stunden-Location bei NCL, wo man Comfort-Food bekommt, wie es immer so schön heißt. Also so Dinge wie Burger zum Beispiel, ja, wo ich aber auch einen Drink nehmen kann. Da gab es früher mal, hieß das mal, das O'Sheehan's auf den ersten Schiffen der Breakaway-Klasse. Das war da so ein Ort, der war dann ehrlicherweise meistens relativ laut und trubelig. Und ja, hier ist es eigentlich so, dass es hier, ich finde, insgesamt entspannter ist. Also man hat hier so ein bisschen hier versucht, also auch eine Sportsbar quasi so mit zu integrieren. Also das Ganze, da können dann auch irgendwie Fußballspiele oder so gezeigt werden. Ja, auch alles wirklich ausgesprochen schick. Ja, das ist halt so, wenn man, ich hab da Burger gegessen. Der hatte es dann aber auch wirklich in sich. Das waren also locker 200 Gramm Fleisch oder so. Also das war schon, ja, das war schon gut. Mal gucken, ob wir hier kurz so reingucken können. Ja, hier können wir auch mal gucken. Also das waren dann so 200 Gramm Fleisch oder was. Also das lag mir dann 2 Stunden später noch im Magen. Ups, ist hier das Stativ. Hallo. So, also hier sieht das Ganze dann, ist das Ganze dann einmal so, dass das Restaurant, genau, bis 3.30 Uhr in der Nacht ist da immer Essen ausgewiesen. Also, ja, Eisbecher kann ich auch bekommen. Ach, guck mal, ich kann Kicker hier spielen. So. Ja, oder ich kann hier auch ganz locker stehen
dann dazu gucken, wenn da irgendjemand spielt und irgendwie einen Drink genießen. Hier kann ich auch nochmal sitzen, aber auch hier, ne, sieht man wirklich schöne, freundliche Möbel. Ja, also das ist doch alles nicht schlecht. Ah ja, hier, das kann ich hier auch schon mal zeigen. Denn hier steht The Haven Private Access, der Schiff im Schiffbereich des Suitenkomplex. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann hier vielfach extra Fahrstühle habe. Ja, für diese Gäste, die dann nach The Haven wollen, was dann eben ist The Haven Suites, 12, also 12 bis 16 letztlich mit eigenen Fahrstühlen. Ja, also die kann ich jetzt hier selber gar nicht benutzen, weil es eben so ist, dass ich hier eine Karte bräuchte. So, ja. Gut, dann gehen wir mal wieder weiter. Ist das echt so hier? 31 Minuten, das gibt's doch gar nicht. 31 Minuten für ein Deck. Und ich bin noch gar nicht fertig, weil es kommt ja jetzt besagte Indulge Food Hall. Muss mal gerade auf die Uhr gucken. Oh ja, die ist auch schon in 8 Minuten. Ist hier, glaube ich, man ist hier geöffnet. Also kann man mal so ein bisschen zeigen. Insgesamt, ich glaube, 11 Stände soll es sein, wo es dann eben so Street Food gibt. Wobei Stände untertrieben ist, weil das sind hier nochmal so kleine Küchen oder so. Also hier ist die indische Variante, hier aus dem Tandoori-Ofen gibt es dann da Chicken. Ja, und hallo, aus dem Tandoori-Ofen gibt es Chicken. Hello. Vielen Dank, thank you. Ja, und es ist also so, dass ich entweder hier direkt sitzen kann, dann bestelle ich hier an dem Tablet und bekomme nur was an dem Stand ist. Wenn ich hier an so einem Tisch sitze, kann ich mich an das Tablet setzen und da kann ich hier alle möglichen von allen möglichen Ständen was bestellen und das wird mir dann bequem an den Tisch gebracht. Ne? Also wenn wir hier mal sehen, normalerweise Speisen stand heute inklusive, außer diese Desserts hier im Kokos, so heißt das. Kokos meine ich, genau, das gab es auch schon, also bin ich mir sicher, gab es auch schon teilweise auf der Breakaway-Klasse. Hier zahle ich dann für so ein Dessert dann irgendwie 4 Euro Aufpreis. Aber ja, hier gibt es Noodles. Da bekomme ich dann irgendwie so ein Pad Thai oder was. So, dann sind hier gleich so richtig so Food Trucks sind hier gleich. Aber auch hier so die Möglichkeiten hier zu sitzen. Ne? Das ist eigentlich recht abwechslungsreich. Hier bekomme ich Eis. Also hier, wenn ich jetzt ein Eis essen möchte, das ist wiederum inklusive. Also auch hier, das ist jetzt nicht unbedingt... diese ganze Location dient jetzt nicht darum, sich darum, dass man sagt, so, ihr sollt möglichst Geld ausgeben, sondern denke, es ist wirklich so, ja, da eine Alternative zum Buffet-Restaurant zu bieten. Hallo? So, hier ist was zum Foodtruck mit Tapas hier. Die gibt es hier oder hier Airstream, Latin Quarter. Also da gibt es dann, können wir mal Blick hier auf das Essen, da gibt es dann irgendwie hier. So, könnt ihr mal sehen. Das gibt es hier. Dann gibt es Just Desserts. Das sind Getränke, das sind Desserts, die sind enthalten. Also da muss ich jetzt nichts extra für bezahlen. So, ja. Aber ich habe so ein Koko-Dessert gegessen. Das war insgesamt sehr lecker. Hier haben wir The Garden. Da sind dann eher so Gemüsedinge und Salate und so gibt es dann da. Ups, hier wollte ich es mal zeigen. Ja, dann ist hier ein Starbucks, das ist so ein bisschen der Geheimtipp, weil an dem Starbucks ist immer wenig los. Also hat man mir gesagt, soll ich sagen, der andere ist immer gerne mal ein bisschen voller. Also dann lieber zu dem hier hingehen und dann ist da noch, hallo, dann ist da noch Seaside Rotisserie. Ja, also da gibt es dann so Fleisch. Ja, also das ist sicherlich eine hochinteressantes Konzept, so diese Indulge Food Hall. Geöffnet zum Frühstück gibt es da so, achso, hier, Smokehouse, Q Texas, also hier gibt es, werden Dinge geräuchert. Zum Frühstück gibt es dann hier so Grab-and-Go-Frühstück, wie man so schön sagt. Also da ist es dann so, dass ich da hingehen kann, da bekomme ich dann so, ich sag mal, Egg McMuffin oder so. Und Egg McMuffin, it's the wrong side, it's... Have a nice day, sir. Thank you, bye-bye, thank you, bye-bye, bye-bye. Wish you were here. Yeah. Aber ihr seht, insgesamt sehr freundliches Personal. So, also dieses Konzept ist sicherlich sehr ungewöhnlich, damit der Indulge Food Hall
Das ist eben was, was man sonst nur kennt von Virgin Voyages. Aber die sind ja letztes Jahr überhaupt erst in den Markt gegangen und ja, dementsprechend hatte ich da auch noch gar keine Chance, mir das da mal anzugucken und spielt jetzt auch ehrlicherweise für den deutschen Markt nicht so die große Rolle. So, jetzt will ich eigentlich runtergehen. Das geht natürlich hier nicht, weil hier nur der VIP-Aufzug ist. Deswegen jetzt einmal schnell wieder zurück. Also wie habe ich das denn hingekriegt, dass ich hier mit einem Deck jetzt hier schon so viel geredet habe? Na gut, es war jetzt viel vielfältig, ne? Muss man wirklich sagen. Mit Diskussionen noch zwischendurch. Aber gut, das ist jetzt hier die authentische Variante. Alles gut. So, jetzt gehen wir auf Deck 7. Die Idee war, in diesem Video dann erstmal so die unteren Decks zu zeigen. Irgendwie habe ich mich gestern mit jemandem von euch da unterhalten und da haben wir so ein bisschen überlegt, wo kann man lang gehen bei dem Rundgang, und irgendwie kamen wir dann so auf die Idee, das dann so zu machen. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, bin ich. Ich muss so ein bisschen sagen, es sind manchmal so Schnitte da in dem Video, weil aus irgendwelchen Gründen, ich drehe ja seit einiger Zeit mit dem Smartphone eigentlich ausschließlich diese Rundgänge und es bricht immer ab. Aus irgendwelchen Gründen bricht es ab. Meine gut, morgen stellt Apple die neuen Produkte vor. Wahrscheinlich wollen sie, dass man was Neues kauft. So, hier, Humidor. Eiskalt ist es hier übrigens. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Hier war ich auch noch nicht drin. Aber es riecht hier nach Zigarre, wie sich das dann in so einer Location gehört, ne? So, das Ganze, ja. Also, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Das bricht dann immer ab, weil normalerweise filme ich dann da so die Zeit, das hier komplett am Stück. Und mit einmal friert es dann so ein. Also kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, ob er diesen Fehler auch schon mal gehabt hat. iPhone 13 Pro. So, wir kommen hier in die, was ist das hier, wie heißt das nochmal hier, Manhattans oder was? Die Bar, jetzt ist ja peinlich, jetzt habe ich hier den Namen gar nicht, aber war, glaube ich, steht da nicht irgendwas? Nee, egal. So, das ist hier, muss man sagen, tatsächlich tagsüber natürlich grundsätzlich ein bisschen dunkel, weil ich hier kein Tageslicht habe, wo man sich wohl extra dafür entschieden hat, weil man gesagt hat, na komm, das ist eine Bar. Abends ist es dann aber nicht so hell, da wird das Ganze dann deutlich gedimmt. Ja, hier habe ich hier ein Getränk schon getrunken, hier beim sehr netten Barkeeper. Der sagte, das ist aus Honduras, 32 mit Cowboy-Hut, deswegen ist er auch ganz bekannt bei NCL. Seit 32 Jahren in der Branche, seit 22 Jahren bei NCL. Also das ist natürlich Wahnsinn, wenn man so Personal hat, was so treu ist und so ewig schon dabei ist, ne? Manhattans, habe ich gesagt. Metropolitan, es war was mit M. Metropolitan. So. Es geht weiter mit den Restaurants. Ich hatte gesagt, 8 gegen Aufpreis und dazu gehört auch das Restaurant, wo es hier Sushi gibt. Heißt das einfach nur Nama? Nama? Doch, Nama, ja. Nama. Sushi und Sashimi. Ja. Habe ich jetzt dieses Mal nicht gegessen. Weil wie gesagt, außer Fisch bin ich da jetzt nicht groß im Aufpreisrestaurant gewesen. Sushi gehört ja im Grunde immer so zu den Konzepten so von Aufpreisrestaurants, die ich so habe auf Kreuzfahrtschiffen, wenn ich denn mehrere Restaurants habe. Also meistens hat man ja Steakhouse, so und dann und. So, hier ist Hazuki. Das ist dann das Teppanyaki-Restaurant. Kostet aktuell 49 Euro. Also da sitzt man dann an so einem Tisch, kann man mal kurz in der Ferne zeigen, ja, wo dann da jemand extra für einen kocht. Und hier geht es dann in das Hudson's. Das ist wirklich dafür, dass es ein inkludiertes Hauptrestaurant ist, wirklich eine spektakuläre Location. Also ich würde mich ja normalerweise damit mit Superlativen immer zurückhalten, aber das ist wirklich, wirklich schon der Hammer. Also ich habe es wahnsinnig hell, also das spielt natürlich dann erst in die morgens oder mittags eine Rolle, aber ich habe auch wirklich von überall eigentlich auch einen guten Blick so nach draußen. Also ja, das ist richtig gut. Selbst wenn ich hier hinten sitze, ja, habe ich einen guten Blick. Also das ist schon wirklich richtig, richtig toll. Ah ja, man hat das hier relativ geschickt gemacht, diese Stationen, wo die Kellner sich sortieren sozusagen. Das ist hier so ein bisschen versteckt, das ist jetzt hier nicht mitten im Raum. Dadurch ist es dann ganz entspannt. Das ist sicherlich mit so das, ja, die spannendste Location eines Hauptrestaurants, wie ich es so selten bisher gesehen habe oder eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Ja, also das ist schon wirklich richtig, richtig schön. Also ja, und wirklich, das wirkt derart großzügig auch hier, ne? Weil das hier einmal so rumgeht. Also das ist schon toll.
Also das setzt sicherlich auch Maßstäbe auf so eine gewisse Art und Weise. Ne? Dann wirklich, weil wenn man hier einmal so drin gewesen ist, dann sagt man so, wow, warum kann es nicht öfter sowas geben? Es gibt eines von zwei Hauptrestaurants, ja, also das sind zwei Stück. Das andere, muss man sagen, kann natürlich dann da nicht so ganz mithalten, ne, was das angeht. Aber das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man hier so eine herausragende Location hat oder so. Da kommt man natürlich sonst nicht so mit. Ja, das Hudson's. Also, es ist hier so, dass das Essen jeden Tag identisch ist, mehr oder weniger. Man hat da eine relativ große Karte. Ja, und mittags und abends, also verhältnismäßig umfangreiche Karte. Und ja, dementsprechend ist es dann so, dass man da auch mehrere Tage irgendwie in einer Woche essen könnte und dann immer was Neues findet. Aber man hat halt nicht mehr so diese wechselnden Menüs. So, ja, das ist dann so, das finden die einen, finden es natürlich dann ein bisschen einfältig sozusagen. Aber gut, die Motivation dahinter ist natürlich klar. So will man euch dann natürlich so ein bisschen motivieren, dann eben auch mal in die Spezialitätenrestaurants zu gehen. Ne? Ist ja klar. So, also jetzt wieder raus hier aus der Metropolitan's Bar. So werde ich ihn nie vergessen, den Namen. Schauen wir mal, wo geht es hier hin? Ist hier auch noch ein Restaurant? Wie war denn das nochmal? Oh ja, doch, hier natürlich. Das Le Bistrot, das französische Spezialitätenrestaurant. Die Spezialitätenrestaurants haben in der Regel halt mittags nicht geöffnet, aber eben dafür am Abend. Und man hat hier eben ja diese besonderen Kronleuchter, wenn ich das richtig gelesen habe, kostet einer irgendwie 100.000 Dollar. Also das ist natürlich schon irre. Ne? Gesamtkosten des Schiffes übrigens 750 Millionen Dollar. Französische Küche, ja, das ist eben ein Konzept, Le Bistrot, was es erfolgreich auch schon bei NCL seit Jahren gibt. Ach ja, guck mal hier so, Parkett-Look, auch mal interessant hier, ne? Ja, also man hat sich wohl bemüht, dass es so ein bisschen europäisch aussieht. So, dann gehen wir mal weiter auf Deck 7 und ich bin wirklich echt so ein bisschen verzweifelt, weil das schon wieder gerade abgestürzt ist, die Kamera. Ich glaube, jetzt das fünfte Mal. Ich habe jetzt mal das Mikrofon da mit dem entsprechenden Adapter rausgezogen, weil das könnte halt noch eine Fehlerquelle sein, dass dieses Ding irgendwie vielleicht einen Wackelkontakt oder was hat und dass das irgendwie einen Absturz oder so auslöst. Aber schauen wir mal, das sollte vom Ton hier eigentlich kein Problem sein. Wir kommen hier in den Improv. Das ist hier irgendwie ein Laden für Comedy, Improv, Improvisation. So, hier gibt es dann Comedy. Ich habe einen Comedian da hier kennengelernt, habe mich ein bisschen mit dem unterhalten. Der kam aus Chicago, ist sehr froh, dass er hier auf dem Schiff arbeiten kann. Immer einige Wochen, wobei der so 22 Wochen im Jahr oder so auf dem Schiff ist, hat er erzählt. Er sagte, könnte ein bisschen mehr Platz hier sein, weil das ist natürlich schon hier so ein bisschen begrenzt. Das Lab of Laughs steht da dran, das Labor des Lachens. Ja, Lab of Laughs. Ja, das ist hier dann so ein in sich abgeschlossener Bereich, also man geht dann da jetzt nicht vorbei und kann dann da stören oder so. Genauso sieht das Ganze nämlich dann aus hier mit Sid Normans Powerhouse. Das ist hier so ein rockiger Laden und da kommen wir jetzt gerade nicht rein, weil da steht Rehearsal in Progress. Ja, guck mal, hier ist ein Schild dran. Rehearsal, also die Probe läuft gerade, wobei man hört gar nichts. Ja, also da wollen wir jetzt nicht stören, wenn da schon ein Schild dran steht. Please do not enter. Ja, das ist diese Location. Manche fühlen sich da so ein bisschen an die Rockbox Bar erinnert, so auf Aida Nova und Aida Cosma. Aber so ist das so vom musikalisch, vom Stil her. So. Ja, eben schon wieder ein Absturz der Kamera. Also ich lerne, wenn ich mit dem Smartphone drehe, ich muss dringend ein zweites immer dabei haben. Ja, weil das ist natürlich wirklich nicht so schön, wenn man dann hier irgendwie filmt und den Rundgang machen will und dann spinnt er immer. Also Wahnsinn, es hat nicht am Mikrofon gelegen, das habe ich nämlich jetzt wieder reingesteckt. Gut, so Läden, Time Zones. Ja, das ist dann wieder, dann kommentiert wieder jemand so, oh ja, was war das, war ja schlecht und blablabla. Ja gut, das sind dann halt so die Widrigkeiten, wo ich dann in dem Moment auch nichts dafür kann. Ne? Wenn dann sowas passiert, so was ist dann die Alternative, dass man irgendwie geht und sagt dann so, Rundgang kann man nicht machen, so, dann ist auch wieder nicht recht. Ne? Das ist eine schwierige Situation. So, aber jetzt hat er schon, zuletzt war immer nur 1:09, dann hat er abgebrochen, jetzt ist er schon bei 1:30 wieder, also es geht. So, hier ist Starbucks. Hier ist die größere Filiale.
hier ist dann mehr los und hier gibt es dann auch Starbucks-Essen, hier wie irgendwelchen Kuchen oder Schokoladencroissant. Was? 300 Kilokalorien, das kleine Ding da, meine Güte. Und das dann für 3,45 Dollar, Preise immer plus 20% Service Charge. Ja, hier kann man schön sitzen. Ist hier so ein bisschen, ja, ein bisschen cleaner, würde ich so sagen, ne? Mit diesen Tischen hier, mal was anderes. So, da vorne kann ich dann die Ausflüge buchen. Das ist dann einmal da. Shore Excursions und hier vorne ist dann einmal unter anderem die Rezeption, wenn ich irgendwas habe. Was aber ganz interessant gemacht ist, was Warteschlangen angeht. Es gibt digitale Warteschlangen hier auf dem Schiff. Ich kann in der App dann sagen, ich möchte mich digital an der Rezeption anstellen. Und dann sagt er mir, wann ich wiederkommen soll ohne Wartezeit. Das ist echt sehr smart gelöst. So, jetzt sind wir auf 7. Und ja, da ist ja dann das Theater. Das besagte, ja, hier stehen jetzt auch die Türen zu, wie sich das gehört. So, und da gucken wir mal. Prima Theater und Prima Club. Und dann geht es jetzt mal auf Deck 6. Bevor wir dann ganz nach oben gehen. So, ging jetzt doch mit 7 ein bisschen schneller, ne? So, noch hält sie durch die Kamera. 3 Minuten schon. So, da ist hier wieder Theater, genau. Und hier wäre dann also die Fläche, hier wäre dann eben die Fläche, wo dann auch gefeiert wird. So, und hier sind dann auch jeweils Bars, wo ich dann Getränke bekomme. Also das hat sicherlich irgendwie, sicherlich Vorbildcharakter, auch für andere Schiffe, ne? Wenn man irgendwie sagt, man will das Ganze irgendwie multifunktional nutzen. Also ja, da würde man dann eben hier lang gehen zum Feiern oder da ist dann die Bar. Genau, so, ich gehe jetzt nicht wieder rein, sonst gibt es Beschwerden hier. Hier ist dann eine weitere Bar. Eben auf jeder Ebene eine. Und hier ist dann schon ein Ausläufer des Casinos, nämlich der private Spielraum sozusagen. Das ist wahrscheinlich nur für die allerbesten Kunden, die irgendwie vorhaben, irgendwie 1 Million zu verzocken. Wobei man hat ja normalerweise nicht vor, so sie zu verzocken, sondern man will ja dann 2 Millionen gewinnen. Aber dann verzockt man 1 Million und naja, gut, das ist das Prinzip. Ja, aber ist schon schick, elegant, wie auch immer gemacht, ne? Muss ich sagen, richtig gut. So, hier wieder Läden. Was ich so gar nicht so gesehen habe, so typisches Logo-Sachen oder so. Sowas haben die hier offenbar gar nicht. Hier ist dann eher so Parfum. Aber so klassische Souvenirs habe ich nicht gefunden. Hier kann ich die nächste Reise buchen. Was ist hier? Beauty by Design. Achso, das ist immer noch der gleiche Laden. Genau, da geht es nicht weiter. Ja, und jetzt kommen wir, deswegen wird es auf diesem Deck eigentlich auch relativ schnell gehen. Jetzt kommen wir in das Casino. Ja? Denn das muss man schon sagen, die großen amerikanischen Schiffe, und auch wenn dieses Schiff jetzt gar nicht so riesig ist, aber es ist schon irgendwie ein Abbild häufig von Las Vegas in jeglicher Hinsicht. Und das heißt zwar aber dann nicht nur Gambling, also Spielen, sondern es heißt auch eben tolle Unterhaltung, es heißt auch Top-Essen. So, und das aber alles dann zu einem eigentlich in der Regel attraktiveren Preis als an Land. Auch gerade so in den USA, muss man mal gucken, ist auch echt teuer geworden, habe ich erst wieder gehört hier. Mit einigen unterhalten, die gerade da waren. Also Landurlaub in den USA ist wirklich teuer geworden. So, das Casino, groß. Ja, das ist immer so, für uns Deutsche ist das natürlich immer so ein bisschen überraschend, weil man denkt so, was, hier ist da nachher jemand? Wobei auf dieser Reise wird, glaube ich, nicht so viel gespielt. So, Münzschieber, der gute alte, gibt es auch. Ich wollte gestern, weil ich irgendwie noch Bordguthaben hatte, ein paar Dollar, wollte ich ja eigentlich spielen, aber da waren wir gerade erst ausgelaufen, um 23.30 Uhr aus dem Hafen von Kiel. Und dann war hier noch geschlossen und dann habe ich es doch nicht genutzt. Ja, aber irgendwie hat es das für mich nicht so den, weiß ich nicht, hat für mich, dieses Gespiele hat für mich nicht so den Reiz, ehrlicherweise. Also, weiß ich nicht, da bin ich auch zu kostenbewusst, glaube ich. Ja, aber gut, so, jetzt darf man hier wenigstens hin. Es ist natürlich so, dass das, wenn hier gespielt wird, natürlich nicht geht. Ah ja, hier hat man auch die Fenster zugemacht, weil das natürlich ein Ort ist, wo man es dunkel haben will, wenn man da bis in die Nacht dann spielt.
So, hier ist eine größere Bar, die Belvedere Bar. Die Belvedere. Auf welchem Schiff gibt es nochmal die Belvedere Lounge? Das ist doch bei Hapag-Lloyd, oder? Belvedere Lounge. So, hier. Was sagen wir dazu? Auch sehr geschmackvoll. Ein bisschen dunkler, so von den Farben. Und hier geht es dann in besagtes zweites Hauptrestaurant, The Commodore Room. Ja, das ist dann hier. Ja, habe ich auch immer noch Plätze am Fenster. So ist es nicht, aber das Ganze auch ein bisschen kleiner und so. Und ich denke, ich verrate da kein Geheimnis, wenn ich dann sage, das ist hier das weniger populäre Restaurant. Ne? Gar keine Frage, weil man da oben einfach diese wirklich spektakuläre Location hat. Und dann das hier ist dann immer so ein bisschen nachrangig. Hier kann man das ganz gut sehen, was nun so diese jeden Tag gleiche Speisekarte angeht. Also ich habe so kleine Dinge vorweg. 7-mal Suppe, Salat, 8-mal. Dann kann ich Pasta mir selber zusammenstellen. Ich habe das wäre ein bisschen wenig, wenn ich nur so drei vegetarische Sachen habe. Wenn die dann eben nicht wechseln, das ist natürlich so ein bisschen so eine Sache. Ich habe Fisch, ich habe Fleisch, ja. Und auch letztlich die Desserts, wenn ich die jeden Tag habe, tja, ist so ein bisschen so eine Sache vielleicht. So, Belvedere Bar. Ja, schön groß, sehr angenehm. Ja, auch mit diesem goldenen, also sieht sehr edel aus, muss ich wirklich sagen. Ja, und hier ist dann eines der, wahrscheinlich das beliebteste Restaurant, Aufpreisrestaurant hier an Bord, das Cagney's Steakhouse. Und dann, hallo. Und das ist eben ein Steak-Aufpreis-Restaurant. Ja, und da muss man sagen, auch was ich so gehört habe von denen, die hier gegessen haben, da kann man eigentlich wenig falsch machen, wenn man gutes Steak mag. Ne, das ist eben was, was die Amerikaner eben schätzen und dann auch auf den Schiffen in einer Qualität anbieten, wo dann wir auch sagen, Mensch, na Donnerwetter. So, hier geht es, glaube ich, nicht mehr weiter. Nee, da kommt dann irgendwann nur noch wieder hier der Haven-Fahrstuhl. Und Fahrstuhl ist auch schon das richtige Stichwort. Es geht mal wieder zurück hier. Was übrigens natürlich auch auffällig ist, das sollte euch vielleicht jetzt schon das ein oder andere Mal aufgefallen sein, auch das Personal trägt jetzt hier bei NCL, zumindest jetzt erstmal auf der Prima, soll auch ausgerollt werden auf die anderen Schiffe, trägt keine Maske mehr. Also hier ist es jetzt komplett, das ist jetzt so für mich der erste Rundgang seit Urzeiten, wo es wieder eigentlich komplett so ist wie früher. Ne? Also wo ich keine Maske tragen muss, weil sonst musste ich ja teilweise beim Rundgang Maske tragen, was natürlich auch eher suboptimal war. Wobei, ja, so, genau. Hallo. Hi. Hi. 17. The lift is going up. Und auch schon angekommen auf Deck 17. Ja, und hier gucken wir einmal so ein bisschen über den Zaun, wenn man so will. Hier ist nämlich der Wipe Beach Club. Das ist ein extra Bereich. Der Wipe Beach Club ist extra zu buchen. Da kann man so rechnen, je nach Reise, aber so ungefähr $210 oder so, also so $30. Ist da schon so der Preis, den man da zahlt. Und da habe ich dann ja, so eine etwas exklusivere Atmosphäre. Aber man sieht heute so exklusiv, dass überhaupt gar keiner da ist. Und ja, was man dann auch nicht sehen oder was wir dahinter nicht sehen können, ist dann so der ganze Außenbereich von The Haven. Also da so, da hinten, das ist schon da, wo man da den Sonnenschirm sieht. Das ist schon der Außenbereich dann da vom The Haven. Also das ist schon von hier ersichtlich, aber ansonsten ja, ist es eben so, dass wir da jetzt nicht reinkommen. Also White Beach Club. So, jetzt sind wir hier an einem durchaus ja, besonderen Platz, wenn man so will, denn dieses Schiff verfügt ja über eine etwa 500 Meter lange Kartstrecke. Die ist gerade nicht so im Betrieb, aber wir werden sie uns natürlich angucken. 8 Minuten $15. Es gibt hier eine entsprechende Bar. Und ja, hier starten übrigens auch die Rutschen. Ja. Also das ist einmal hier The Drop, also da, wo wir vorhin unten angefangen haben. So, da haben wir vorhin gestanden, jetzt sind wir hier oben. Da kann ich dann von hier starten. Das ist alles, wenn man so will, hier angelegt unter dieser Kartbahn. Ne? Also das ist schon sehr interessant. So.
Und dann hat man hier ja so eine spezielle Minigolfanlage, die so mit so technischen Gimmicks funktioniert. Das ist wohl im Moment noch kostenlos, wobei das perspektivisch, habe ich gelesen, Geld kostet. Genau, deswegen ist dann da auch so ein Symbol, da hängt man dann noch die Karte ran. Also das ist hier mit irgendwelchen technischen Gags hier noch verknüpft. Keine Ahnung, in welcher Form genau, das konnte ich jetzt nicht sehen hier in der Kürze der Zeit. Aber es sieht auf jeden Fall irgendwie so ganz pfiffig aus. Ne? Also wenn man so überlegt, was für hässliche Minigolfanlagen auf manchen Schiffen da sind. Und da hat man hier wirklich sich da ein bisschen was überlegt. Wobei, ich meine, gut, es wird keine Eigenentwicklung sein, das wird man irgendwo eingekauft haben. Aber ja, das ist eben was, hier so ein Bereich, wo dann so Familien ihren Spaß haben können. Und hier sind dann immer so, ja, ich will es mal sagen, ja, Lounges oder was? Das finde ich tatsächlich auch eher ungewöhnlich. Also hier kann ich immer so Dart spielen, das Ganze auch gegen Bezahlung. Also hier auch dann so eine Dart-Lounge, so nenne ich es einfach mal. Hier dann auch wieder. Also auch da muss man sagen, da scheint man Erkenntnisse zu haben, dass das was ist, was in dieser Form so funktioniert. Ja, also interessant. Ich meine, man hatte schon mal, also es erinnert mich fast so ein bisschen, man hatte so auf so Schiffen wie den asiatischen Markt, hatte man da mal so einzelne Kabinen zum Karaoke singen, weil das dann mal so Familien so für sich gerne machen. Aber es ist wohl so, dass Familien vielleicht dann auch gerne mal Dart spielen. So, hier geht es rauf zur Viewing-Plattform, wo man also dann einen Blick hier hat auf die Kartbahn. Übrigens, die Karts, Elektro-Karts, die sind im Prinzip recht leise, aber sie haben halt fürs Fahrgefühl, haben die halt so Geräusche, Motorgeräusche, die hört man dann beim Fahren, aber die hört man jetzt nicht, da sind sie drunter, aber heute geschlossen. Die hört man jetzt nicht, wenn man da jetzt am Pool oder so sitzt. Ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht, was ich gar nicht jetzt so gedacht hätte, weil irgendwie jetzt so mein Faible für Rennautos hält sich echt in Grenzen. Also muss ich sagen, das war schon richtig gut. Hat wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, 8 Minuten. Ich finde auch, die 8 Minuten wirken dann relativ lang. War jetzt nicht so. Und man hat dann da noch die Möglichkeit, dass man da so, da in diesen Behältern da sind normalerweise so Laserpistolen, da kann man dann diese Autos noch abschießen. Also irgendwie noch eine Verknüpfung mit Lasertag. Ne? Ja, guck mal, hier hat man also, das ist schon eine sehr, sehr spannende Konstruktion, wo man hier diesen ganzen Schornstein oder was da so mit integriert hat. Also es sieht sehr interessant aus und hier können wir sie sehen, hier diese, das sind hier diese Karts, entweder für eine oder für zwei Personen, wobei das müsste ja zu zweit, das müssten ja andere sein, oder? Da passt ja eigentlich nicht rein hier zu zweit, oder? Oder geht das gerade so? Nee, das wird arg eng, ja. Also ich habe es hingekriegt, damit zu fahren, deswegen kriegt ihr das erst recht hin. Auch ohne, dass man da groß, ich habe sogar dann, also ich bin als Vierter gestartet und habe dann die ersten drei sogar überholt, wobei ich dann hinterher nicht nachgeguckt habe, ob ich da jetzt hier Sieger wäre oder so, weil da, das habe ich dummerweise nicht angeguckt, weil das wäre natürlich mal ein Erfolgserlebnis gewesen, wo ich gedacht hätte, so, naja, Mensch, überhaupt gar keinen Plan oder was, wie das Ganze so geht mit dem Kartfahren, aber ja, so, wieder runter. Also das ist schon gut, das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, da muss ich natürlich beim nächsten Mal einen Kameramann mitnehmen, der mich filmt, ja, denn da ist man natürlich so alleine doch relativ eingeschränkt, weil ich jetzt auch keine Action-Kamera mit Griff dabei hatte. So, ja, so ist das, wenn man sich dann nur aufs Smartphone verlässt, ist man verlassen. Gut, so, wieder runter, aber man nutzt diesen Bereich hier durchaus noch weiter, hier unter der Kartbahn. Und ja, schauen wir mal. So, das ist dann hier. Hier kann man dann unter anderem Tischtennis spielen. Oder ich kann hier Time to Shuffle, so eine Art Shuffleboard. Ja, Shuffleboard in dieser klassischen Form hat man hier so nicht, sondern es gibt hier das auf dem Tisch. Hier geht es in die zwei anderen Rutschen, die wir vorhin gesehen haben, ne? Mit denen ich ja, wie gesagt, wo ich mit einer gerutscht bin. So, und jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, interessanterweise hier in so einer Röhre
wird Tischtennis gespielt. Auch interessant. Aber die Röhre hat wahrscheinlich den Vorteil, hat das Netz da auch dann da oben, ne? Die Röhre hat halt den Vorteil, dass es da relativ windgeschützt sein sollte. Ja, hier ist eine Mischung, also zu klein für richtiges Tennis, aber zu groß jetzt für Tischtennis. Keine Ahnung, wie man das nennt. Hier kann man spielen. Das ist übrigens dann alles Subsoccer heißt das, okay? Bierpong. Aha, Bierpong. Was macht man jetzt hier? Keine Ahnung. Ah ja, hier hat man diese überall zu findenden NCL-Becher. Es ist wohl so, die sind nicht kompostierbar, wie ich dachte, sondern die werden hinterher geschreddert und dann zu neuen gemacht wohl. Und ja, da hat man wohl angeblich eine Studie gemacht, dass das gar nicht so schlecht für die Umwelt sein soll. Im Gegensatz zu den anderen, die man dann immer abwaschen müsste. Ach, ist das schön hier, oder? Der Blick hier auf die Warne. Ist das die Warne an sich? Müsste doch, ne? Ist schon sehr schön. Also Warnemünde. Ach, guck mal, siehst du, also wenn man jetzt sagt, hier, man möchte hier gerne wohnen, viele, viele Neubauhäuser da entstanden, aber mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr ganz günstig. So, ja, das ist es hier unten gewesen. Ich weiß, es polarisiert immer so ein bisschen, so diese ganze Kartbahngeschichte. Tja, es ist so ein bisschen Abwägungssache. Ihr seht ja, das Ganze ist riesig, also das kostet durchaus auch Platz. Sagen wir mal so, es ist schon sicherlich mutig, sowas zu machen, ne? Also mutig auch insofern, weil wenn man dann irgendwann so feststellt, so, ach naja, komm, wollen wir gar nicht mehr machen sowas und wir machen lieber wieder was anderes, dann ist es natürlich sehr aufwendig, vermute ich mal, das Ganze irgendwie zu irgendwas umzubauen. So, gehen wir jetzt hier nochmal lang. Ach ja doch, wir gehen da einfach mal wieder zurück, wo wir kamen. So. Aber gut, hier habe ich natürlich dann so, das ist natürlich bauartbedingt oder so, habe ich natürlich immer mal Bereiche, wo so Luft rauskommt, wo es ein bisschen lauter ist, wenn ich da so hier diese ganzen Action-Sachen habe und so. Das passt durchaus ja eigentlich ganz gut. Und dann da, wo es eben ruhig ist auf dem Schiff, da habe ich dann eben die Sonnenliegen. Ja. So, wir gehen jetzt in das Buffet-Restaurant. Das werdet ihr gleich sehen, hat mich wirklich von der Größe her überrascht. Weil ich so dachte, wie, das ist alles, also das ist halt relativ klein, es gibt einmal hier den Gartengrill oder so hätte man das wohl früher gesagt, so, also hier kann man dann so Pommes und Snacks und so weiter bekommen, hallo, und das ist hier jetzt das Buffet-Restaurant, wo man sagt, ach naja, von der Größe, das ist so wie so ein Fuego auf Aida Cosma oder auf Aida Nova oder Aida Prima, also es ist relativ klein. Ach ja, hier gibt es dann wieder die Desserts. Die haben wir ja vorhin schon an anderer Stelle gesehen. Die tauchen dann hier wieder auf. Ja. Ansonsten ist das alles hier. Hallo, hallo. Ansonsten alles sehr hübsch und ansprechend auch angerichtet oder so. Sieht also richtig gut aus, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich frage mich, ob die mittlerweile angehalten sind, wenn da so Leute mit der Kamera fröhlich zu winken. Oder, ja. Ja, hier bekomme ich alle möglichen. Ja, guck mal, hier werde ich nachher auch ein bisschen Gemüse essen. Das sieht doch gut aus. Schönes Gemüse. Weil das ist natürlich so, auf amerikanischen Schiffen. Ja, also guck mal, hier nochmal der Blick, was so die Größe angeht. Und da hinten ist dann auch ein Ende. Auf amerikanischen Schiffen, hallo. Aber hier so Tacos, sieht auch sehr lecker aus. Amerikanischen Schiffen ist es unter Umständen immer ein bisschen schwieriger, sich gesünder zu ernähren, als zum Beispiel da auf den Deutschen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Aber, ja, yeah, was ist das denn? Ist das hier Pork-Kotelett, Schweinekotelett? Gar nicht Schnitzel oder so, ne, Kotelett essen die hier auch. Ja, aber grundsätzlich ist natürlich ein Buffet-Restaurant schon da prädestiniert für eine gesündere Ernährung. Weil ich da natürlich eigentlich ganz genau steuern kann, was ich will. Und ich kann eben dann mehr Gemüse nehmen oder mehr Salat essen. Und mehr Gemüse, mehr Salat. So. Ja, also das ist hier gewesen, dieses relativ kleine Restaurant. Ich bin gespannt, das war jetzt so an den Seetagen dann schon voll. Bin gespannt, wie das bei Vollauslastung dann so aussieht. Also ich habe dann hier zwar noch einen Außenbereich, so das Ganze ist dann hier, ja, aber auch das ist natürlich begrenzt. Man geht dann noch in die Restaurants, bevor ich die vergesse, die dann noch an anderer Stelle sind.
Gucken wir gleich mal hin. Hier sind nämlich nochmal Aufpreisrestaurants, aber hier haben wir schon mal den Poolbereich. Und jetzt erinnert euch an meine Worte, als ich vorhin sagte, denkt da unten daran, dass das eigentlich von der Größe der hauptöffentliche Außenbereich ist, ja, weil hier oben ist man da relativ begrenzt. So, hier ist einmal Hot Tub. Oh, guck mal, der schwappt so ein bisschen über. Wahrscheinlich ist das das Wasser, was dann da unten irgendwo runter lief, weil der Hot Tub hier an ist. Na gut, wie das so ist, wenn so ein Schiff noch ganz neu ist, müssen sich die Dinge erst einspielen. Also, das ist hier dann so eigentlich alles, ne? Hier so. Ja, klassisches Pooldeck. Die Poolbar haben wir hier. Das ist jetzt so die Außenbar, auch die einzige, aber es war jetzt gar nicht so, dass die jetzt abends unbedingt immer lange geöffnet hatte oder so. Dann war teilweise um 19 Uhr Schluss und dann hatte man gar nicht mehr unbedingt so die Möglichkeit, draußen noch einen Cocktail zu nehmen oder was, ne? Also das ist tatsächlich etwas, was einigen Mitreisenden, mit denen ich gesprochen habe, jetzt nicht so gefallen hat. So, wir gucken hier mal rein. Hier müssen wir ein bisschen diskreter insgesamt sein. Palomar, das ist hier der Außenbereich von diesem besagten Seafood-Restaurant. Ich habe dann da drin gesessen. Das ist jetzt alles noch nicht eingedeckt, deswegen sieht das jetzt so ein bisschen einfacher aus. Aber hier drin, Palomar, haben wir jetzt eigentlich Los Lobos gesehen? Nee, Los Lobos habe ich euch nur von draußen gezeigt. Ne? Siehst du, es geht einem doch immer was verloren hier. Und durch dieses Chaos hier dann noch mit der Kamera. Hier sind übrigens auch, das sind auch super Plätze, wo man hier sitzt. Also ich habe, wo habe ich gesessen? Ich glaube an dem Tisch. Das war schon fantastisch. Ja, war nicht so sehr viel los an dem Abend. Hatte ich irgendwie einen Kellner für mich alleine. Das war aber ehrlicherweise, obwohl ich den für mich alleine hatte, war es noch so ein bisschen im Übungsmodus. Ja? Also es war dann so, ich löffelte dann gerade mein Dessert, da kommt er an und fragt, er wollte schon mal die Bordkarte haben, damit er die Rechnung fertig machen kann. Denkst du so, ja, nicht so das richtige Gefühl für den idealen Moment gehabt. So, während hier die Fairfreunde einkommen, sind wir hier im, wie heißt es jetzt, Food Republic. Das ist auch so ein Konzept, wo ich mit iPad bestelle und dann bekomme ich hier verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Sushi oder so an den Tisch geliefert. Ich sollte jetzt hier immer hingehen, wurde mir gesagt, aber das hatte sich jetzt dann doch nicht ergeben, weil ich dachte, na, ich will auch abends mal, hier sind die Tablets, ich will auch abends mal irgendwie ins Hauptrestaurant gehen. Ach krass, das ist größer als gedacht hier, das hatte ich jetzt gar nicht so gesehen. Das ist ja wirklich riesig. Siehst du, hier war ich auch noch nicht. Also geht es noch einmal um die Ecke. Aber es ist wohl dann auch so gedacht, hier ist wieder besagter White Beach Club, noch mal ein bisschen aus der Nähe. Es ist dann wohl auch so gedacht, dass das hier als Überlauf dient für das Buffet-Restaurant. Das ist natürlich auch nicht so ganz dumm. Aber dann ist es natürlich so, dass ich natürlich, wenn ich dann hier irgendwo sitze, dann bin ich relativ weit entfernt von den Essensstationen, von den Getränkestationen. Ja, also ich bin gespannt für die Norwegian Viva, die ja dann nächstes Jahr kommt. Da wird man nicht mehr so viel ändern können, weil die ja nun schon nächstes Jahr kommt. Da kann man nur Kleinigkeiten verändern. Aber ich bin gespannt für das Schiff dann danach, weil da wird man jetzt schon hier gerade die ersten Wochen, die ersten Monate sehr genau auswerten können. Und da wird man dann sehen können, okay, was hat sich bewährt, was hat sich vielleicht nicht so bewährt. Und ja. So, also wieder raus hier aus dem Palomar. Mittlerweile kann ich es mir auch merken. Anfangs hatte ich immer nur gemerkt, es war ein Name mit P. Palomar. Nicht Paloma, Palomar. So, und heraus hier wieder. Und dann, ja, gucken wir uns gleich mal diese Wave Water Slide an. Ach so, guck mal, hier habe ich dann auch so Wasserstationen am Pool. So, was natürlich auch super ist. Weil da muss ich nicht zwingend da irgendwie an der Bar irgendwas erwerben. Wobei, wenn ich Pakete habe, ist ja weitgehend egal. So, ja, scheint doch hier nochmal schön die Sonne heute. Also das Ganze ist hier, ja, diese Wave Water Slide, interessantes Ding. Man rutscht da von oben in dieses Ding da rein. Also sagen wir mal so, man hatte ja schon Zeiten bei NCL, wo man so, was Wasserrutschen angeht, da spektakulärer unterwegs war. Und hier hat man jetzt ein eher kompakteres Modell,
gewählt. Also es gab Zeiten da auf den riesigen Schiffen, da hat man da so riesige ausladende Anlagen. Ich meine, gut, aber dadurch, man hat ja hier die Trockenrutschen und also ist jetzt nicht so, es ist halt, hat sich ein bisschen verlagert jetzt, ne? Ja. Also das ist hier und da ist man mit so einem Ride the Wave, steht da dran, damit so eine Art Waveboard oder was fährt man da wohl runter, habe ich gesehen. Aber das habe ich tatsächlich in der Kürze der Zeit jetzt auch wieder nicht ausprobieren können. So, die gute Nachricht ist hier, die hält noch hier die Kamera. Apropos Kamera, hier kann man, ist so ein besonderer Fotospot. Also hier soll man sich gar nicht selber fotografieren, sondern es ist dann so, da oben ist dann da eine Kamera dran und es wird dann da so eine Kamerafahrt, kann man das sehen? Na, es ist gerade zu hell, ne? Also man kann es erahnen. Es wird dann da so eine Kamerafahrt produziert und das Ganze kann man sich dann per E-Mail zuschicken lassen für $5. Das ist natürlich auch eine ganz witzige Idee. Aber gestern war es so windig, da hat die Kamera da oben so gewackelt. Da hat das alles nicht funktioniert. So, hier so ein bisschen Wasserspielplatz. Und wir wollen noch mal einen höher gehen. Dann sind wir ja quasi auf, da habe ich nicht mehr mitgezählt, müsste Deck 19 sein. So, also hier ist dann der Zugang zur Wave Water Slide. Tada! Das wäre dann hier. Hier sind auch nochmal Liegeplätze. Liegeplätze ist gut. Das Schiff liegt auf einem Liegeplatz, aber ja, hier habe ich auch nochmal Liegen. Ach ja, und hier habe ich noch, das habe ich vorhin noch gar nicht so richtig gezeigt, die andere Seite dann, wenn man da hochguckt, wenn man auf dem Pooldeck ist, wenn man da hochguckt, hat man da natürlich entsprechend über die drei Decks die Kartbahn. Ja. Also, wie gesagt, sie sind jetzt nicht wirklich, sie sind leisest möglich, so würde ich es wirklich sagen. Also, da würde man eigentlich annehmen, dass die Dinger lauter sind. Also, das ist jetzt nicht so, dass hier quietschende Reifen oder so sind, während man da liegt. So ist es jetzt nicht. Aber es ist halt so, dass die ruhigeren Plätze auf dem Schiff schon woanders liegen. So, das wäre einmal das. Und dann gehen wir wieder runter. Ja, da sind auch nochmal Möglichkeiten zu liegen. Ich meine, wie gesagt, heute wieder nicht repräsentativ, weil einfach kein Mensch da ist. Ja, da ist es dann eben so, dass man das mal jetzt so leer hat, wie man es natürlich sonst nicht leer hat. Was ich ein bisschen bedauere, was ich wirklich bedauere, man geht ja jetzt hier nach vorne und dann wird man feststellen, egal ob auf der anderen Seite oder jetzt hier, man wird feststellen so, oh, da kommt man jetzt nicht weiter. Es ist so, dass dahinter ist so Lagefläche als auch das Crewdeck. Ja, das sei der Crew auch gegönnt. Ist auch wichtig, Crewdeck zu haben. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass ich da dann überhaupt nicht mehr hinkomme. Das ist irgendwie, ja, so ein bisschen bedauerlich, weil man irgendwie natürlich eigentlich auch gerne was hätte, wo man vorne raus noch mal gucken könnte. Aber gut, das ist einfach so, ja, dass das auf neueren Schiffen, dass das häufig selten ist, ne? Dass man gar nicht mehr so Bereiche für alle hat, wo man irgendwie vorne oder hinten rausgucken kann. Ja, dementsprechend ist das dann hier auch nicht. Also hier auf der Seite, da ist übrigens noch so ein Raucherbereich, da mit den Aschenbechern, die da überall stehen. Aber da ist es dann auch so, da ist dann auch wieder eine Wand und da geht es nicht weiter. So, einmal wieder runter. Ja, also hier, ich kann schon verstehen, ne, dass das Ganze polarisiert mit der riesigen Kartanlage und mit dem damit gar nicht so riesigen Pooldeck. Ne. Also das ist halt so ein bisschen, also das ist halt so ein bisschen so die Sache. Ach, siehst du, Studio Hamburg Design Works stand da gerade dran, bei dem, als ob hier Studio Hamburg involviert ist, also bei dem Mitarbeiter, der da gerade kam, die hier vielleicht irgendwelche Designs machen oder was. Ja, hier kommt man in so einen Bereich, wo man spielen kann. Kids Club oder was gucken wir uns nicht an. Das ist aber auch, muss man einfach auch mal sagen, irgendwelche virtuellen Realitäten, Dark Ride Check-In hier da mit dem Auto, da kann ich fahren. Das ist halt auch so, dass man sagen muss, das ist schon hier relativ fett, was diese Anlagen angeht. Also wenn man, es haben ja viele, haben ja so ein Arcade Room oder was, wie man es nennen würde. Viele Schiffe.
aber das ist meistens relativ einfach gestaltet. Und hier hat man so, sieht das für mich so aus, als ob man so, also bin ja natürlich kein Experte in dem Bereich, aber als ob man so die tollsten und neuesten Geräte genommen hätte, die es in dem Bereich gibt und die hier verbaut hätte. Virtual Reality Starship, ja, also solche Dinge, das alles gegen Aufpreis, versteht sich, genau. So, jetzt ein Bereich, der ja gar nicht so unwesentlich ist, den habe ich aber bei der Generalprobe des Rundgangs, habe ich den doch tatsächlich vergessen, also der Wahnsinn, habe ich wirklich vergessen, nämlich die wunderschöne Observation Lounge. Weil die dann hier vielleicht so ein bisschen an einer Stelle liegt, wo man sie gar nicht mehr erwartet. So, wenn man nämlich da aus dem Pooldeck rausgeht, kommt man hier wieder in so eine sehr, ja, sehr, sehr schöne, schön gestalteten Bereich, der sehr ruhig ist. Ja, also da muss ich sagen, das kann sich auch richtig sehen lassen. Hat eigentlich so ein bisschen so Wohnzimmerambiente, ne? Also mit der Dekoration hier und so. Hallo. Mit der Dekoration hier und so, also das hat so Wohnzimmercharakter und ja, entsprechend ruhig ist es hier auch. Also das ist schon sehr schön gelungen. Das hat man eingeführt, schon eigentlich so eine ähnliche Lounge auf der Breakaway Plus Klasse, auf den, ich meine auf den letzten beiden Schiffen, weil dann da so die Idee war, dass man mit diesen Schiffen da nach Alaska fährt oder was. Und das ist natürlich so, dass man da jetzt, wo man sagt, so vorne, okay, komme ich draußen nicht raus, hier direkt da drüber, weil da irgendwie Crewbereich oder was ist oder Abstellfläche. Aber hier habe ich es natürlich, aber ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit draußen, ne, muss man auch sagen. Aber an einem Tag wie heute schon sehr entspannt, bisschen Hintergrundmusik. Ich kann hier morgens kleines Frühstück bekommen. Ich kann hier nachmittags kleinen Snack bekommen. Ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr hübsch geworden. Ach so, große Bar natürlich auch da. Ne? Auch ja nicht ganz unwichtig. Man will ja nicht verdursten schließlich. Aber dieser Blick hier wirklich da auf die, schön, echt schön. So, dann wieder raus. Ja, wie gesagt, Wohnzimmer. Kann man wahrscheinlich gar nicht rausnehmen oder so, die Bücher, ich nehme mal an, die sind da festgeklebt, ne, oder? Das ist hier alles, ja, ja. Das hat rein Deko-Charakter. Bibliothek hätte man jetzt wahrscheinlich früher gemacht. Heute sagt man so, naja, komm, die Leute haben Kindle dabei, Tablet oder wie auch immer. Und ja, deswegen ist das dann eben, ja, das ist im Laufe der Zeit etwas, was halt verschwunden ist. So, ne? Früher klassischerweise immer ein Muss gewesen auf Kreuzfahrtschiffen, aber heute ist es dann einfach weg. So, und wir gucken uns jetzt zuletzt eine Sache noch an. Wie gesagt, Kids Club oder was nicht dabei, weil man da eben ähnlich wie offenbar im Theater nicht drehen kann. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch in den Fitnessraum können. Und ich würde sagen, ja, dadurch, dass wir da, weil da müssen wir einmal durchs Spa, das ist auch nicht so ganz optimal. Deswegen würde ich sagen, da ist auch Film immer schwierig. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir hier nochmal einmal einen Break und sehen uns dann im Fitnessstudio wieder. So, wir sehen schon hier eine perfekte Bedingung, ist nämlich quasi keiner da. Hier ist dann der Bereich, wo ich dann trainieren kann. Warum hat man das Ganze da oben offen gelassen? Das ist relativ einfach. Ja, weil ich sonst ein Problem bekomme mit der Deckenhöhe. Ne? Wenn ich nämlich hier so ein bisschen erhöht, dann da laufe, ja, dann ist es tatsächlich so ein bisschen schwierig dann. Ja. Deswegen lässt man da die Deckenhöhe weg. Eigentlich bräuchte man da fast ein bisschen höhere Decks, aber das ist natürlich hier sehr, sehr, sehr begrenzt. Ne? Ja. Also Blick hier auch nach vorne raus, muss man sagen, auch gelungen. So. Hier wird ordentlich gestrampelt. Meine Güte, ja laut hier für meine Verabschiedung. So, das ist es gewesen. Ja, mit ungewohnten Widrigkeiten muss ich ja sagen, das ist natürlich was. Also ich werde irgendwie gleich einen Termin machen und das Smartphone da mal hinbringen und mir ein zweites kaufen beim nächsten Mal, weil das ist wirklich dieses Mal schon speziell gewesen.
Und ja, das kann halt passieren, aber that's live. Und ja, wenn euch das Schiff gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder wie es euch gefallen hat, das will ich mal wissen. Wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt auf den Link und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.